Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu SimCity 4. Und genau, liebe Freunde, wir waren letztes Mal hier die Stadt ein bisschen am Ausmisten, weil ich habe nämlich tatsächlich gemerkt, dass wir am Anfang, als wir die Stadt angefangen haben, viel zu viele Wohngebiete aufgebaut haben. Und genau deshalb würde ich sagen, machen wir hier einfach mal weiter damit, weil... Ihr seht's, ne? Die Gewerbegebiete, die sind alle nutzlos, weil die ja, einfach verlassen werden. Genau, und jetzt haben wir eine Situation, wo wir zu viel Gewerbe haben, komischerweise. Aber ansonsten, ihr seht's, ne? Sieht schon wesentlich besser aus, die Stadt. Wesentlich sauberer, und ich glaube, wir können mal wieder an ein neues kleines Wohngebiet denken. Kein großes. Ein kleines Wohngebiet, bitte. Ach, Moment mal. Ah, ne, hier ist ja nur 2x2. Genau, da müssen wir jetzt tatsächlich auch mal Gewerbeflächen wieder ersetzen. So, genau. Und dann können sie da wieder einziehen. So, Freunde, weil ihr seht nämlich, die Bewohner sind hier auch teilweise echt arbeitslos. Wo ich mich frage, warum? Weil es gibt hier genügend Jobs in der Stadt. Es ist schon richtig, es gibt hier genügend Jobs in der Stadt. Meine Sims. Was ist das denn? Aha. Nee, lass mal. Ich will mich hier nur auf die Städtebau konzentrieren. So, Freunde, dann machen wir hier doch einfach mal weiter. Hier könnte noch eine Dingsstation hin. Eine Straßenbahnstation. So. Oh Gott. Und die Finanzen wieder. Ja. Wir bräuchten eigentlich eine Steuersenke, weil ihr seht, es werden zu wenige Gewerbegebiete gefragt. Aber wir müssen eher die Steuern auf Wohngebiete erhöhen. So. Es tut mir leid, Freunde. Aber wenn ihr hier wohnen bleiben wollt... Wo ist das denn? Ganz viele Autos hier. Ganz viele Autohändler. Okay. Oh Gott. Jetzt haben wir tatsächlich gerade ein Problem. Jetzt haben wir tatsächlich gerade ein arges Problem. Ich glaube, ich muss das nochmal... Verdammt, Freunde, ich muss das nochmal laden. Weil durch die Steuererhöhung, ja, ziehen die Leute halt aus. Ne? Deswegen müssen wir aufpassen, dass wir hier nicht zu viel rumdrucksen. Ich denke mal, wir können das einfach laufen lassen, oder? Weil da kommt, da seht ihr das, da kommen wie nach wie vor Gebäude hoch. Ich weiß es nicht. Wie soll man das machen jetzt? Wir sind jetzt hier gerade so ein bisschen an einem Scheitelpunkt. Gewerbenachfrage ist nämlich nicht da. Wir müssten eigentlich die Steuern senken, aber dafür haben wir die Kohle nicht. Die Gesundheit runter. Die Bildung runter. Mach das mal wieder auf Normalwert. So, weil dann können wir uns nämlich auch eine Steuersenkung leisten auf Gewerbe. So, aber ganz minimal. Nee, ich glaube, ich warte erstmal ab. Da brauchen sie wieder reiche Gewerbegebiete, ne? Obwohl sie nicht gebraucht werden. Das ist total bescheuert, was die hier machen, aber okay. Ist dann halt so. Das ist auch eine... Guckt euch die Jobs an. 900 zu 5000. Das ist schon sehr viel. Was wir hier auch an Einwohnern haben, merke ich gerade, ey. So, aber jetzt haben wir wieder ein bisschen Geld. Wir brauchen mehr Jobs. Wir brauchen viel mehr Jobs. Deswegen einfach hier überall... die Gebiete markieren. So.
Wasser haben sie. Wie sehen die Parameter aus? So, ihr seht, ne, die Wohnhäuser, die haben wir schon ziemlich dezimiert hier. Ja, die Wohnhäuser haben wir schon ziemlich dezimiert. So. Alle aus. So, die Wohngebäudenachfrage steigt nämlich jetzt wieder. Und, wie wär's denn? Frage, Freunde. Wie wär's denn, wenn wir hier in unserer Stadt das Gewerbe pushen würden, indem wir eine Wohngebäudestadt errichten? Und zwar anstelle dieser 2000 Industriejobs. Ja. Ich habe da eine Idee. Dass wir hier einfach nur Wohngebiete tatsächlich errichten. Weil wir brauchen ja Wohngebiete. Und den Rest in unserer Stadt, wir brauchen ja auch wieder Gewerbe. Wir brauchen unbedingt Gewerbenachfrage. Na? Damit wir unsere Stadt mal ans Laufen kriegen. Das ist jetzt tatsächlich zum ersten Mal, dass ich das versuche. Liebe Leute, bin ich mal gespannt, wie das jetzt klappt. Also das habe ich jetzt noch nie gemacht. Tatsächlich eine Stadt nur für Wohngebiete. Habe ich tatsächlich noch nie gemacht. Hallo? Kommt hier Wasser rein? Oder sind das die Umweltschützer, die die... Hallo? Ach so, okay. Verbinden natürlich, ne, ganz klar. Gut. Gut, dann... Das ist natürlich auch ein interessanter Ansatz jetzt, dass wir hier einfach... nein. Wohngebiete bauen. Genau. Wohngebiete hochziehen. Aber die brauchen ja dann auch... Das ist dann tatsächlich wie so eine kleine Ersatzstadt. Aber da bin ich jetzt mal echt mal gespannt. So, dann... Ja, da kommen Leute, seht ihr das? So, eine große Schule. Große Grundschule, ja. Ablehnen. Aber wir wollen natürlich auch gebildete Leute hier haben. Hallo. Hallo. Ist jetzt bald mal gut. So. Die brauchen ja auch Polizei und alles, ne? Schule, Polizei, Feuerwehr, Krankenhaus. So, erstmal so. Die Kosten sind schon hoch genug. Müll wächst mit. Der Müll. Ja, wobei, da können wir einfach ein Müllkraftwerk bauen, denke ich. So. Die Kosten explodieren zwar jetzt gerade, aber dafür generieren wir Gewerbenachfrage, glaube ich. Sollte eigentlich so sein, ja? Ah, seht ihr das? Nein, danke. Ah, seht ihr das? Und schon meldet sich das Krankenhaus. Ach, das ist... Nein! Freunde, jetzt hört doch mal auf. Da, zack. Und dann, ja genau, hier kommen jetzt nämlich überwiegend solche Wohngebäude hin. Nein, brauchen wir nicht. Wasser. Ach, Wasser. Ach. Die ziehen hier sogar ein, obwohl sie kein Wasser haben. Das ist natürlich krass. So, schaut euch das an. Lehrer droht mit Streik. Wir müssen erstmal auf den grünen Zweig kommen. Hallo, nein. So. Hallo. Was? XXX? Schlecht ausgebildete Sims unser... Was? Wieso das denn? Ach, Wiener. Da fehlt eine weiterführende Schule, deswegen. Oh Mann, ey.
Okay. Ein einziges Armenhaus hier. Das ist so krass. Ein einziges Armenhaus, diese Stadt. Aber hey. Hauptsache viele Gebäude, ne? Ah, zack. Ah, oh, zack. Schau dir das an. Bandagenblus. Ja, das war klar, dass das irgendwann kommt. Und guckt mal. Alle arbeitslos. Alle arbeitslos. Dann brauchen wir es. Lehrpersonal, ja. Brauchen wir es natürlich auch. Ja, Schwerindustrie ohne Ende, aber lassen wir mal. Ich baue mal ein paar Parks hier hin. Mal gucken, wie sie da drauf reagieren. Ob sie da dann vielleicht mittlere Wohngebiete setzen. Ja. Ja. Das Krankenhaus, ey. So, Gesundheit und Bildung. Was kann dann so, genau. Gefängnisbetrieb nach Detroit, ja. Möchte ich gerne tatsächlich erstmal ausprobieren. Was zur... Wohin pendelst du? Die pendeln gar nicht. Ah, doch. Ah, seht ihr das? Seht ihr das? Seht ihr das? Die fahren alle hier. Oh, Autos. Meine Güte. 15.000, Freunde. Uff, die fahren alle hier. Ja. Was soll das jetzt hier? Na gut. Die fahren alle in unsere Stadt rein. Hotel was? Gandhi. Ah, okay. Geringe Attraktivität. Ja, ihr kriegt schon eure Schule. Bildung. Bildung ist halt teuer. Guckt euch das an. Bildung ist halt teuer. So. Aber hey, schaut euch das an. Wir haben wieder eine stabile Nachfrage. So. Und das heißt, gucken wir mal, was jetzt hier in der Hauptstadt passiert. Bin ich jetzt tatsächlich mal gespannt. Ja. Eigentlich nicht so viel, ne? Aber wobei. Jetzt ist die Industrienachfrage wieder weg. Wobei. Wir brauchen. Doch, wir brauchen Schwerindustrie. Für Gewerbenachfrage. Ich glaube, das war so, ja. Schwerindustrie hier unten. So, dann zieht die Industrie hoch hier. Los. Hä? Warum das denn jetzt schon wieder nicht? Brauchen wir doch keine Industrie, ja? Hm. Dann können wir ja hier weiter. weiterbauen. Hallo. So. Landwirt. Warum ist denn der Landwirt? Ach ja. Bushaltestellen können wir vielleicht auch gebrauchen hier. So. Die ein oder andere Bushaltestelle einfach mal. Stimmt, ey. So. Dann machen wir denen mal das Leben hier ein bisschen besser. Gut, Freunde. Ja, da ist die nächste Bushaltestelle. Da ist die nächste Bushaltestelle. So. Hä? Jetzt haben wir gar keine Nachfrage mehr? Was soll das jetzt? Ja, interessant. Okay. Wie sieht es hier aus mit der Nachfrage? Die geht hoch, ne? Ja, die geht hoch, okay. Wir brauchen aber wieder Speerindustrie. Ihr könnt mich doch nicht verkackeiern. Warum fragt ihr hier keine Industrie nach? Hä? Ah, okay, jetzt. Jetzt. Ja, los dann. Hopp. Sehr gut. Ah, ein Feuer. Alles klar, Standardmethode. So. Genau. Betriebsschließung.
Was wagt es sich, der Betrieb auch zu brennen, ne? Oh, wir haben wieder hier Blackouts. Okay. Ja, ist ja gut. So. Na dann hier und zack. So. Wir brauchen noch eine Wasserpumpe. Alles klar. Also so langsam wird das viel mit den Wasserpumpen, aber passt noch. So, jetzt habt ihr aber wieder alles, ne? Jo. Die Industrie. So. Ich glaube, ja genau, Industrie macht nämlich Gewerbenachfrage, seht ihr? Industrie generiert Gewerbenachfrage. So, dann machen wir denen noch mal eins hier hin. Noch ein Kraftwerk. Ach, ihr seid mir doch welche. Das wird langsam ein bisschen teuer, muss ich sagen. Aber hey. So. Ja, Freunde, dann hoffe ich, dass euch nach wie vor gefällt hier der SimCity. Also wie gesagt, ich habe hier meinen Spaß. Wie wir jetzt hier weiter aufbauen tatsächlich. Einfach weiter aufbauen. Wir brauchen schon wieder eine Wasserpumpe. Das kann ja wohl nicht sein. Also wenn es 10 Stück sind, dann können wir ja tatsächlich eine große bauen. Oder 9 Stück sogar. Na, fehlen noch zwei Stück. So. Dann haben wir die Nachfrage jetzt erstmal gedeckelt. Das ist gut. Und dann hier. Mal gucken. So. Ja. Bringt das vielleicht jetzt was, wenn wir hier einen Hafen haben? Aber ich glaube nicht. Da tut sich leider nicht viel. Gewerbesteuer nochmal runtersetzen? Ich weiß es nicht, Freunde. Was können wir dann noch tun? Ja, wir sind wieder hier verlassen. So. Industrie. Na gut, aber. Industrie werde ich hier niemals hinbauen. So. So, Freunde. Dann haben wir 190.000 Einwohner. Geht gerade nicht groß vorwärts irgendwie. Ich möchte halt eine funktionierende Stadt haben und nicht hier sowas hier. Ja, das sieht ein bisschen blöd aus. Ich denke... So groß ist die Nachfrage nicht, ne? Immer diese leichten Dienstleistungen. Diese einfachen Dienstleistungen. Die sind halt sehr gefragt. So. Dann werden wir nochmal ein Gewerbegebiet hochziehen. Mit einfachen Dienstleistungen. So, Freunde. Dann machen wir hier mal Verkehrsmittel. So. So. U-Bahn. Ich hoffe ja, dass das aus... Ja, die Finanzen sehen wieder top aus. Alles klar. Perfekt. Ui. So. Dann hier schön anschließen. Und ja, ich nehme das Ganze nach wie vor an diesem Sonntagabend auf. Ja, nicht Sonntag. Um Gottes Willen. Gerade nicht am Sonntag. Sondern am Montagabend, weil, ja... Gestern viel zu tun gehabt, deswegen leider keine Zeit zum Aufnehmen gehabt, aber dafür jetzt hier. Ja, an diesem Montag. Und genau dann hier, zack. Zack. Haben die genug Wasser? Wir haben noch genug Wasser, sehr gut. Können wir hier auch nochmal 3x3 und 3x3, da kommen sie schon. Zack. Sehr schön. Und dann direkt weiter. Zack, zack, zack. So, upsala, das wollte ich jetzt nicht. Sorry für die Betriebsschließung wieder. Das wollte ich nämlich nicht.
Das hier unten auch nicht. Mensch. Gut, dann hoffen wir mal, dass das was gebracht hat mit der neuen Stadt, die ich da aufgemacht habe. Müssen wir mal gucken. Also, bin ich mal gespannt. Die Finanzen sehen auf jeden Fall schon mal wieder sehr gut aus. Das heißt, wir können hier wieder eine Steuersenkung machen. Für Gewerbe. So. Damit wir hier weniger Steuern haben für Gewerbe. So. Ganz genau. Um die Nachfrage mal wieder ein bisschen zu steigern nach Gewerbe. Was machen sie denn da schon wieder? Reiche Gewerbegebiete. Wie sieht die restliche Stadt aus? Ach. Das ist immer so schade drum. Aufgrund geringer Nachfrage verlassen. Wir brauchen Herstellungsindustrie. Dann gehen wir mal raus wieder und gehen hier hin. Herstellungsindustrie. So, kommt. Ja, sehr gut. Herstellungsindustrie, aufbauen. Sehr schön. Freddys Farben. Nicht schlecht. So, dann haben wir das auch fertig. So, dann, ja, natürlich, hier wieder abreißen, ne? Wenn ich das schon wieder sehe, ihr. Was macht ihr denn für Sachen? So, zack, so. Das ist nicht einfach, Freunde, ich sag's euch, das ist nicht einfach, hier so eine Riesenstadt aufzubauen. Oh nein, ganz und gar nicht. Weil manchmal sind die arbeitslos, manchmal nicht. Das ist irgendwie... Also die arbeiten hier, das ist gut. Das haben die jetzt einen langen Pendel... Das wird als lang bezeichnet. So, Auto. Fahren zu den neuen Jobs, das ist gut. So, alles klar. Würde ich einfach mal sagen, machen wir hier nochmal 2x2 Gewerbegebiete. Einfach kleine. Genau sowas. Genau sowas habe ich mir vorgestellt, Freunde. So. Boah, schaut euch das an. Wir kriegen gut Kohle rein, muss ich sagen. Haben wir hier noch irgendwas, was wir hier noch bauen könnten? Oh, tatsächlich, das Fußballstadion. Oder Baseball in dem Fall. Ja. Da ist das Fußballstadion. Dann machen wir das Baseballstadion mal hier so zentral am Flughafen hin. Warum denn nicht? Warum denn nicht, Freunde? Und gut, dann... Ja, können wir weiterbauen. Sehr cool. Das heißt, wir haben jetzt wieder ein bisschen Gebietsfortschritt. Was ich sehr cool finde. Sims absolute Hüllköpfe. Was? Ach so. Ihr braucht wahrscheinlich Büchereien und so, ne? Museen haben sie. Aber keine Bücherei. Hm. Dann bauen wir denen mal eine Bücherei hin. Bücherei. So. So, hier hin. Und hier können wir dann eine Straße reinziehen. Perfekt. So. Können wir direkt gucken. Ja, wird genutzt. Sehr gut. So. Gut. Dann hier wieder. Nein, das nicht. Keine Mission jetzt. Wir wollen aufbauen. So. Sehr gut. Industrie wieder. Herstellungsindustrie. Ja, dann mach mal bitte. Herstellungsindustrie. Das ist ein Hin- und Hergespringen, ne? Das ist echt. Jetzt brauchen wir wieder Herstellungsindustrie. Das ist ein Hin- und Hergespringen in den Städten. Unglaublich. So.
Ohne Nass kein Spaß. Das heißt, wir brauchen wieder eine Wasserpumpe. So. Zack. Wunderbar. Die Müllsorgen des Nachbarn. Nachbarschaftshandel. Ah, von Sebitown. Ja, da können wir uns... ach, Quatsch. Hier können wir importieren. 197, so, zack. Sehr schön. Kriegen wir hier Kohle. Die wollen wieder mehr Fläche haben, ne? Die wollen mehr Fläche haben, dann kriegt ihr mehr Fläche. So. Zack, da haben wir es doch. Die Kohle. Nein. Kein Hubschrauber hier. Wir brauchen Geld. Wir brauchen einfach Geld. Kraftwerk. Kraftwerke. Aber reicht doch erstmal, oder? Noch nicht ganz. Dann öffnen wir noch mehr Gebiete. Na, obwohl. Obwohl. Ja, das passt so. So passt das, Freunde. Sehr schön, haben wir noch 5 Minuten. Ich hoffe, dass wir hier noch ein paar Gewerbegebiete aufgebaut kriegen. So. Naja, wobei, wenn wir die Bewohner draußen aufbauen, dann klauen die uns ja hier auch die Jobs. Na, das ist eine schwierige Sache gerade. Das ist aber auch nichts. Okay. So, dann gucken wir mal, was wir hier noch ersetzen können. Jetzt hört doch mal auf, reiche Wohngebäude aufzubauen. Gewerbegebiete. So, dann können wir ja das hier noch ersetzen. So. Also Geld haben wir jetzt genug. Wir können noch mal eine Steuersenkung machen, tatsächlich. Runter auf 6%. Alles Experimentiererei jetzt gerade. Auf die Gefahr hin, dass es natürlich schief geht. Aber ich möchte halt irgendwie jetzt mehr Gewerbegebiete. Den Flughafen können wir den nicht... Wartet mal, können wir den Flughafen nicht ausbauen? Ich glaube nämlich, es hat mit dem Flughafen auch zu tun, Freunde. Wir brauchen keinen kleinen städtischen... Wir brauchen nämlich... Ach, verdammt. So, dann war das leider sinnlos. Warum kriege ich den jetzt nicht wieder hier hin? Okay, wartet mal. Die Nachbarn, die hämmern hier gegen die Wand. Das ist auch toll. Die Nachbarn hämmern hier gegen die Wand. Das ist dann der internationale Flughafen, den ich brauche. Auf zu hämmern, was ist da los, ey? Ich hoffe, das hört ihr nicht. So. Können wir hier die Gebäude ersetzen? Wunderbar. Und, oh. Auf die Kohle aufpassen. Ja, was kostet denn der große Flughafen? Boah, 2000, das ist schon übel. Aber bringt Geschäftsreise und Touristen in die Stadt. Wir können einen internationalen Flughafen bauen. Kriegen wir das hin? Ich meine, das könnten wir doch. Würde sich das lohnen? Hätte das einen Sinn, wenn wir jetzt hier einen Flughafen hinmachen? Bandagen Blues, ja, das ist mal. Sollen wir? Probieren wir's. Zack. Internationaler Flughafen hier. So. Für mehr Gewerbe. Für mehr Unternehmen. Ich brauche nämlich dringend mehr Gewerbe hier. So, direkt neben der U-Bahn-Station. Das müsste auch passen. So, wird direkt aufgebaut. Hier seht ihr das. Das bewirkt ja das Gegenteil, habe ich das Gefühl. Aber okay. Bauen wir hier nochmal Grünflächen hin. Zack. Zack. Wunderbar.
Dann haben wir jetzt hier einen internationalen Flughafen. Wird zwar noch nicht so viel genutzt, aber es wird genutzt. Das ist das Wichtigste. So, das sind sogar Arbeiter, ne? Guckt mal. Da sind sogar Arbeiter. Mhm. Ach, guckt mal hier. Internationaler Flieger hier. Schade, ist weg. Boah, hört ich das mal, wie geil der aussieht, ne? Ich frage mich, was das für eine Airline ist. Das, Deutsch? Deutschland? Na, okay, Freunde. Gut. Ja, es war klar, dass das hier wieder nicht gut geht. So, das hier auch. Guck mal hier, die Flieger. Boah, hier fahren sie. Dann machen wir noch mal ein paar Mautstationen. Oh, guck mal da, da haben sie eine Shopping Mall oder sowas aufgebaut. Das ist ja cool. So, dann hier. Dann hier. Überall Mautstationen. Wir müssen halt Geld verdienen irgendwie. Dann auch hier am Flughafen, hier vorne. Und zack. Hey. Geht nicht mehr? Doch. Ich wollte schon sagen. Gut, machen wir da hinten nochmal. Sollen wir den mal einen großen Park hier hinstellen? Ja, warum nicht? Ich meine, große Plaza. Ah ne, okay. Haben sie schon erledigt. Haben sie schon erledigt. Sehr schön, Freunde. Finanz. Krankenhäuser. Aber seht ihr? Seht ihr? Da ist wieder Nachfrage da. Zwar nicht viel. Aber die Steuersenkung und der Flughafen, die bringen's. Freunde, das bringt es echt. So. Gut, dann machen wir hier unten nochmal einen kleine Mini-Park hin. So. Damit sie hier auch einen Betrieb eröffnen. Und dann haben wir das doch. Dann haben wir unsere Stadt ja schon wieder schön aufgewertet hier. Ich weiß zwar nicht, wie viele Bewohner wir am Start hatten, aber wir sind jetzt mittlerweile bei knapp 200.000. Wir haben sehr niedrige Gewerbesteuern. Das ist wirklich top, muss man sagen. Aber sehr hohe Einwohnersteuer, das ist, ja. Gut, Freunde. Dann haben wir jetzt hier unseren zweiten Flughafen gebaut. Ich denke, das ist schon ein sehr guter Fortschritt. Wird auch genutzt, auf jeden Fall. Und ja, dann würde ich einfach mal sagen, wie es hier dann weitergeht. Sehen wir dann tatsächlich beim nächsten Mal. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder Abo da und lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen. Jetzt sehr gerne weiter den Kanal. Und genau, wenn ihr Bock habt, mal ein bisschen privat zu quatschen oder so, unten in der Videobeschreibung findet ihr den Link zu einem meiner Discord-Server. Ich würde mich freuen, wenn ihr da mal vorbeischauen würdet. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ne? Tschüss.